Hallihallo, hier ist Caro Kolumna, heute aus dem schönen Wattenscheid. Mitten im schönen Wattenscheid liegt das Stadion Lohheit. Wattenscheid ist eine Macht, Weltfußball in schönster Pracht. Wattenscheid 09, du bist unser Verein. Wir sitzen hier in Harrys Frittenschmiede und ich sitze hier mit Nico und Wölfi von den Kassierern. Hallihallo. Hallihallo. Guten Tag. Die Kassierer spielen dieses Jahr auf dem Rodeo auch. Und wer eure Shows von den letzten Jahren kennt, der weiß, dass man sich auf einiges gefasst machen darf. Zum Thema Nacktheit. Ich hätte mal die Frage, wann es tatsächlich zum ersten Mal zu dieser Idee kam, sich auf der Bühne auszuziehen. Wo hat das seinen Ursprung gehabt? Es hatte seinen Ursprung bei meiner Geburt. Da war ich auch schon nackt. Eigentlich schuld ist Rüdiger Thomas. Das muss man mal hier ganz klar und deutlich sagen. Der hatte einen Knebelvertrag, den wir unterschreiben mussten, dass wir nackt auftreten mussten. Im Ernst? Ja. Und seitdem macht ihr es tatsächlich bei jeder Show, dass ihr euch auszieht? Oder gibt es tatsächlich auch Konzerte, wo ihr komplett angezogen bleibt? Ja, zum Beispiel beim nächsten Ruhrpott-Rodeo werde ich komplett angezogen bleiben. Das glaube ich dir nicht. Hattet ihr denn schon mal irgendwelche Konsequenzen bei Shows, dass ihr rausgeschmissen wurdet oder dass euch der Veranstalter gesagt hat, ne, ihr könnt hier nicht spielen, ihr seid mir zu oft nackt? Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, was jetzt 70 Jahre Jubiläum hatte. Und da steht, Kunst und Wissenschaft ist frei. Dies bedeutet, dass es schon ein anderes konkurrierendes Grundrecht wäre, was verhindern könnte, dass wir nackt auftreten. Da es aber kein Grundrecht gibt, Nacktheit nicht zu sehen, sind wir da völlig frei. Ja, zum Rodeo dieses Jahr, habt ihr euch das Line-Up schon mal angeguckt, wer alles so spielt und auf welche Bands freut ihr persönlich euch, die ihr euch angucken wollt? Also ich freue mich total auf die Mighty Mighty Bosstones und auf die Sonderschule. Also ich finde sowieso, dass der Alex immer so ein Top-Line-Up hat. Gefällt mir immer sehr gut. Und du? Ich habe extra Nico mitgebracht wegen dieser Frage. Ich könnte dir ja eine Frage stellen. Du kannst mir auch eine Frage stellen. Wir nehmen ja alles auf und schneiden es lustig zusammen. Gut, wozu braucht man Phasenschieber-Transformatoren? So, da fragst du jetzt jemanden, der vom Beruf Ingenieurin ist. Ich bin aber leider keine E-Technik-Ingenieurin, sondern eine Bau... Ich bin übrigens auch Diplom-Ingenieur, aber ich kann die Frage nee, auch Ernst? Nicht... Ja. Was denn für einer? Ich habe Raumplanung in Dortmund studiert. Ach, ich habe sogar abgeschlossen. Ja, 1994. Ich weiß jetzt, warum die Welt so in Unordnung geraten ist, wenn Ingenieure so sind wie ihr. Und seid ihr jemals schon mal auf dem Bullen geritten tatsächlich in irgendeinem der Rodeo-Jahre? Jedes Mal. Ich finde das immer völlig klasse. Ich habe da mal so einen nackten Rodeo-Reiter gesehen und seitdem wollte ich das nicht mehr aus hygienischen Gründen. Da will man da nicht mehr drauf, nee. Auf das Fell. Nee. Ja, vielleicht wollte ich auch noch einmal kurz sagen, wann ihr denn auf dem Ruhrpott-Rodeo spielt, damit die Zuschauer, die sich hier die Videos angucken, auch wissen, wann sie sich vor der Bühne einzufinden haben. Oder ich denke, du weißt das, ne? Nee, ich habe mir das gerade, als du das gesagt hast, nicht gemerkt. Also du weißt das doch viel besser. Warum fragst du? Also ich vermute, dass wir am Samstagabend spielen. Vermute ich jetzt mal. Ja, ganz richtig. Am Samstagabend vor Me First and the Gimme Gimmes gibt es die Kassierer auf dem Ruhrpott-Rodeo mit hoffentlich weiterhin viel Nacktheit und viel teilnehmendem Publikum, sodass wir uns da sehr drauf freuen. Ja, ich liebe es, auf Nacktheit reduziert zu werden.